ein bisschen teurer, aber auch sehr, sehr cool. Weil ich halt viel bestellt habe, ich glaube, es war insgesamt 400 Euro, also echt viel Pflanzen. Ansonsten könnt ihr hier schon sehen, ich habe jetzt einen Gelbsticker hingeklebt, weil ich habe ein Problem mit... Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit der Bepflanzung vom Terrarium. Ich habe richtig nice Pflanzen bestellt, die ich schon sehr lange haben wollte. Und die zeige ich euch heute und wir werden sie in das Terrarium setzen. Also hier, ich habe die schon ausgepackt und mal in so Boxen reingegeben. Und das Terrarium habe ich jetzt ein bisschen verschoben, also nicht wundern. Hier ist jetzt ein Spalt. Ich habe das ein bisschen rübergeschoben. Vor allem, weil der Schrank hier die Steher hat. Und hier ist ein bisschen Chaos, aber hier unten ist nur so eine dünne Platte und eine Metallstrebe. Und das hat sich schon ziemlich durchgebogen, also auch hier war das einfach schon leicht durchgebogen und hier ist auf jeden Fall stabiler. Dann schauen wir uns den Inhalt an, es hat sich noch ein bisschen was getan. Einmal zu den Pflanzen, was schon da war, was ich letztes Mal eingesetzt habe. Schaut auch ganz gut aus, es sind so einzelne kaputt gegangen. Ich glaube, das war das HCC, da ist was gestorben. Hier von der Urticularia wächst was, sehr nice. Und auch die Anubias bekommt zum Teil neue Blätter, wie man hier sehen kann. Also auch richtig cool. Und ein, zwei Pflanzen sind noch reingekommen. Einmal hier einen Anthurium Scandens. Den habe ich von jemandem bekommen, der im Laden bei Liquid Nature war. Also vielen Dank dafür, falls du das siehst. Dann habe ich hier oben, hier hinten und hier hinten noch einen Geweihfarn reingesetzt. Ist, glaube ich, dasselbe, den ich hier habe. Also den habe ich ja noch zum Teil reingesetzt, den hatte ich noch. Dann habe ich hier im Wasser ein paar Blätter reingegeben, also ein bisschen Laub. Dann habe ich hier jetzt vom Aquascaping Event, wo ich letztens war, bei der Zoobox, vom Tobi eine Wassermimose bekommen und die ist richtig cool, weil die hat hier unten so Schwimmkörper, sieht aus wie Styropor, als ob das künstlich wäre, aber es ist natürlich von der Pflanze, also das ist richtig cool. Finde ich sehr nice, also vielen Dank dafür. Hier habe ich schon eine Orchidee reingegeben, was ich bestellt habe. Hier einfach auf das Kork drauf gehängt. Die braucht es nicht zu nass, deshalb lasse ich sie hier und hoffe, dass es passt. Also, aber schaut richtig nice aus, also richtig cool. Blüht auch hier richtig schön. Also werde ich wahrscheinlich hier lassen, mal schauen. Zu den Pflanzen selbst, ich habe die von Jungle Leaves bestellt. Also kann man, weiß gar nicht, kann man, hier kann man sehen, Jungle Leaves. Und ich habe die auch selbst bezahlt, also kein Sponsoring oder so. Ich habe das bestellt, weil ich den Shop einfach richtig nice finde und die Qualität der Pflanzen einfach mega gut ist. Ich habe eine E-Mail geschrieben, weil es gab manche Pflanzen, die ich gern wollte, nicht. Und ein paar Pflanzen davon hatten sie doch noch. Also wenn ihr mal was braucht und ihr findet es im Shop nicht, einfach mal eine E-Mail schreiben. Vielleicht haben sie was da. Hat bei mir jetzt auch funktioniert. Und ich habe viele Pflanzen bestellt und noch mehr, die für den Gerhard sind. Die sind hier in der Box. Die werde ich noch aufteilen, damit die mehr Platz haben, deshalb setze ich die jetzt gleich ins Terrarium. Ich glaube, es kommen nicht alle in das Terrarium, weil ich habe hier zum Beispiel schon zwei, also einmal hier eine Schismatoglottis, die kennt man aus der Aquaristik, also nicht genau die, aber generell Schismatoglottis und die ist schon, glaube ich, fast zu groß für das. Also vielleicht hier hinten muss ich mal schauen. Das gleiche gilt für die Homalomena SP. Die habe ich gratis dazu bekommen, also sie haben mir geschrieben, es liegt nicht daran, dass ich YouTube-Videos mache, sondern weil ich halt viel bestellt habe. Ich glaube, es war insgesamt 400 Euro, also echt viel Pflanzen. Und da gibt es immer dann ein paar Gutes dazu, so wie zum Beispiel diese Pflanze hier, die auch so groß bleiben soll und auch gut fürs Terrarium geeignet ist. Also wäre das auch eine Option. Ich muss noch schauen, ob das hier hinten nicht zu eng und zu nass wird. Aber wenn nicht, habe ich ja noch ein oder andere Terrarium oder ich schaue einfach, dass ich bald noch ein Terrarium mache, wo die Pflanzen reinpassen. Also hier, das ist so ein kleines Gewächshaus, wo ich die Pflanzen einfach eingestellt habe, damit sie feucht genug bleiben. Sind ja viele davon Terrarienpflanzen, die halt sonst einfach austrocknen würden, wenn ich die hier im Raum stehen lasse. Da sind schon echt coole dabei, die ich sehr interessant finde. Einmal hier einen Farn. Das finde ich auch richtig cool, dass da überall die Labels dabei sind, was für Pflanzen das sind. Microsorum diversiflorum. Oder so ähnlich. Aber ist ein schöner Farn, der passt hier auf jeden Fall gut in das Terrarium. Dann habe ich hier eine Selaginella-Art, also das ist die Selaginella Erythopus. Und die ist so richtig, warte mal auf, die ist so richtig rot, dunkelbraun, also auch richtig schön. Und bei denen ist soweit, ich weiß so, dass die auch ein bisschen feuchter stehen können. Deshalb auch gut für das Terrarium geeignet. Dann bei der Macravia habe ich irgendwie das Label verloren. Das ist die Macravia SPL Joker. Ich glaube, das war eine von denen, die es noch nicht im Shop gibt. Bin ich mir aber nicht ganz sicher.
aber die ist ziemlich dunkel, also auch sehr cool. Eine rangehende Pflanze. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass ich jetzt die Hälfte oder die meisten Pflanzen falsch ausspreche, aber nicht so schlimm. Solange man so halbwegs weiß, was ich meine. Dann hier noch einen Farn, den habe ich schon mal ausprobiert und hatte noch nicht so gute Erfahrungen mit. Also da bin ich gespannt, ob er dieses Mal was wird. Actinopteris australis. Dann eine kleine Palme, Biophytum sensitivum. Die hatte ich auch schon mal in einem Paludarium, schon relativ lange her. Und die bekommt auch hier immer so Blüten und vermehrt sich dann auch relativ schnell. Also habe ich schon von vielen gehört, dass sie die sehr schnell vermehrt oder sie stirbt gleich am Anfang. Und in der Nacht schließt sie die Blätter und faltet sich so ein bisschen zusammen, was auch immer sehr gut ausschaut. Und hier noch eine Pipa SP Mini, Mini Japan, hat mir auch sehr gut gefallen. Auch eine relativ teure Pflanze, also die hier kostet 30 Euro, also für so ein kleines Pfändchen gar nicht so wenig. Die anderen waren jetzt alle so um die 5 bis 10 Euro. Hier die Selaginella 13 Euro. Der Rest so 5 bis 10 Euro, also nicht so teure Pflanzen. Aber die hier zählt auf jeden Fall zu den teureren. Ist aber sehr schön. Also gefällt mir. Riecht nach nichts. Also ich dachte, vielleicht riecht sie ja noch was. Jetzt will ich sie natürlich nicht einfach so drin haben, wie ich sie jetzt reingestellt habe, sondern möchte sie einpflanzen. Und dafür entferne ich die Erde. Ich habe hier einen Eimer mit schon Biomüll, sind bei mir hauptsächlich Pflanzenrückschnitte und da mache ich jetzt die Erde erstmal ab. So, ich habe den Rest jetzt noch abgespült. Ich teile mir den auch noch ein bisschen auf. Einmal hier oben. Weiter geht's mit der Südseepalme. Die möchte ich hier so vorne haben. Das war jetzt ein bisschen niedrig, aber ich hoffe, dass die einfach höher wird. Dann kommt die Selaginella hier hinten hin. Hier kommen jetzt noch gleich die richtigen Highlights, also die Pflanzen, auf die ich mich zum Teil richtig gefreut habe. Aber vorher möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar sind gerade T-Shirts angekommen, die es jetzt bei mir zu kaufen gibt. Einmal hier das Create Something T-Shirt, also inspiriert von meinem Aquarium, was ich mir eingerichtet habe. Ich weiß nicht, ob das zu durcheinander ist, aber irgendwie finde ich das auch cool, dass es so wirklich sehr durcheinander aussieht. Und es einfach drauf steht, create something, also etwas kreieren. Dann hier einfach ein Shirt, wo Aquascaper draufsteht. Die T-Shirts gibt es in schwarz und in so einem cremefarbigen T-Shirt, was ich ganz cool finde. Dann gibt es hier mal Aquascaper. Ich habe so die T-Shirt-Kollektionen, die T-Shirts Aquascaper-Klamotten genannt. Finde ich ganz cool und hier steht einfach Aquascaper drauf. Gibt es auch als Pullover, genauso wie das T-Shirt. Da gibt es das Pullover, wo das hinten drauf gestickt ist und vorne mein Logo. Dann habe ich hier das Frog and Shrimp Journey Shirt. Gibt es auch nur in Frog Journey, also mein Tinctorius Frosch mit einer Amano-Garnele. Gibt es auch in den verschiedenen Farben und halt wie gesagt den Frosch alleine oder halt beide zusammen. Und auch auf der Tasse, also das finde ich sehr cool, weil das eine matte Tasse ist. Also hier habe ich jetzt das 60er Paludarium hingestellt. Passt hier auch ganz gut hin. Wie gesagt, die Kommode ist noch nicht so 100%. Ich bin mir irgendwie nicht so sicher. Ist okay, vielleicht bleibt sie auch länger so. Vielleicht will ich sie auch irgendwann wieder umstellen. Aber vorerst ist es ganz okay und passt. Hier das 60F. Hier liegt gerade noch ein Fetzen zum Saubermachen. Hier habe ich gerade ein paar Abschnitte reingegeben von ein paar Pflanzen. Und hier das Paludarium. Entwickelt sich auch ganz gut. Bis auf, dass ich die Vampirkrabben aktuell immer noch nicht gesehen habe. Mal schauen, vielleicht tauchen sie noch auf. Und jetzt hier die Enthüllung der Pflanzen. Ich zeige euch noch kurz die, die was nicht so extrem besonders sind. Hier eine Pilea, die so dunkel ist, die auch im Schatten gut wächst, wenn ich das richtig gelesen habe. Also vielleicht auch für weiter hinten. Dann hier so einen Krokodilfarn. Den habe ich auch schon hier hinten und gefällt mir sehr gut. Hat eine sehr schöne Struktur. Hat sehr lange gebraucht. Das Terrarium ist ja schon über ein Jahr alt. Und es hat sehr lange gebraucht, bis der angewachsen ist und jetzt langsam werden die Blätter auch größer. Und dann kommen hier drei Arten für mich, die richtig nice sind. Und zwar erinnern die sehr an Buzephalandra, sind aber andere Pflanzen. Hier haben wir eine Yosifia aus Borneo, genauso wie Buzephalandra, deswegen sind sie auch ziemlich ähnlich. Dann hier so einen Ölfarn, also Microsorum. Und der ist so bläulich schimmernd, wenn der ein bisschen älter und größer ist. Jetzt ist er noch nicht so am Start. Da ist auch so, dass die Portion, was ich hier habe, kleiner ist als normal. Deswegen habe ich die noch günstiger bekommen als 60 Euro. Aber ist trotzdem eine sehr teure Pflanze, aber eine sehr, sehr coole Pflanze. Freut mich, dass ich die bekommen habe, weil sie gerade nicht verfügbar war auch. Und die letzte finde ich fast am coolsten, die ist so gewellt. Und das ist diese hier.
Die wird es auch bald bei in den Shop geben. Gibt es, soweit ich weiß, auch noch nicht. Auch ein bisschen teurer, aber auch sehr, sehr cool. Und hier sind die Pflanzen für den Gerhard. Ich habe denen ein bisschen mehr Pflanzen gegeben, weil sein Riesenterrarium um einiges größer ist. Also hier eine Macravia und hier sind noch ein paar Arten von den, die aussehen wie Putzflandra. Hier einmal diese hier, Long Leaf. Das ist die mit den relativ vielen Blättern. Also man kann schon die Struktur sehen. Sehr, sehr schön. Dann hier die und die in der Mitte, was ich auch habe. Und dann hier noch zwei andere Arten. Und dann hier noch eine andere Art. Das ist diese hier, auch aus Borneo. Auch sehr cool. Bin ich gespannt, wie die beim Gerhard im großen Terrarium wachsen. Und hier auch noch so einen Ölfarn, der so bläulich schimmern wird. Auch sehr cool. Ansonsten hier noch den Farn, was ich auch habe. Die Begonie, was ich auch habe. Und hier ist noch eine Macravia. Und hier ist noch so eine kleine Pflanze. Also hier. Also die ist auch richtig cool. Da habe ich schon fast überlegt, ob ich mir die für mich behalten soll. Aber ich werde sie auch in Gerhard geben. Ich glaube, bei ihnen ist sogar die Chance größer, dass sie überleben als bei mir. Wo es bei mir wahrscheinlich auch funktionieren wird. Aber bei ihnen ist auf jeden Fall um einiges mehr Platz. Weil ich jetzt schon bemerkt habe, dass es ziemlich voll ist. Und ich gar nicht weiß, ob die alle hier jetzt reinpassen. Circa 3 Wochen sind jetzt vergangen. Und ich zeige euch mal, wie sich die Pflanzen entwickelt haben. Und auch 1-2 kleine Probleme, was aufgetaucht sind. Aber davor möchte ich euch schnell etwas anderes zeigen. Und zwar hier beim Juwela-Aquarium. In einem der letzten Videos habe ich ja die Fische eingesetzt. Und habe dazu das Licht abgeschalten beim Angewöhnen. Und irgendwie habe ich anscheinend hier das CO2 auch ausgesteckt und auch abgeschalten. Und dann habe ich es wieder angeschalten, aber nicht wieder angesteckt. Deshalb lief hier dann für circa eine Woche kein CO2. Ich war ja danach bei der Aqua Expo und so ein, zwei Tage davor und danach habe ich nicht so drauf geachtet und habe dann erst gemerkt, dass das CO2 aus ist, als ich gesehen habe, dass die Algen mehr werden im Aquarium. Also ich hatte mehr Farbenalgen und die Pflanzen sahen nicht so gut aus. Jetzt habe ich das wieder eingeschalten und es ist wieder über eine Woche vergangen und es schaut jetzt wieder richtig gut aus. Ich habe noch mehr Garnelen eingesetzt, also noch mehr von den Sulawesi Inlandsgarnelen und ein paar Amano-Garnelen. Und mittlerweile ist alles ziemlich algenfrei. Ich hatte hier so ein paar Belege auf den Wurzeln, auf den Blättern noch ein paar. Und das ist jetzt eigentlich fast komplett weg. Den Fischen geht es auch ganz gut. Also hier die Kardinalsfische, finde ich auch sehr cool. Wir wollen noch mehr so den oberen Teil. Deshalb denke ich, werde ich noch irgendwelche Barben oder so einsetzen, die eher weiter unten sind. Muss ich noch schauen, welche das werden. Und sonst von den Pflanzen hier beim Helanthium, die Blätter, was ich abgeschnitten habe, ich habe das ja zurückgeschnitten, die sind jetzt ein bisschen vergammelt, ist aber nicht schlimm, ist ganz normal, dass wenn man die Blätter abschneidet, dass die Blätter, was halt zum Teil abgeschnitten sind, dann vergammeln, weil die halt nicht weiter wachsen. Aber sonst wächst es wieder schön nach und hoffentlich jetzt ein bisschen kompakter, sieht auch so danach aus. Auch hier die Krypten kommen noch schon ganz schön. Finde ich auch sehr cool, dass die jetzt langsam kommen. Und das Einzige, was nicht ganz so gut läuft, ist hier die Bacopa Caroliana. Die schaut nicht so gut aus, da sind die Blätter unten abgefallen. Ich denke, das lag auch am CO2. Ich bin mal gespannt, ob die wieder wird. Muss ich dann bald mal zurückschneiden und nachsetzen, damit die wieder schön dicht wird. Mal schauen, wie sich die so entwickelt. Oder ob ich die dann vielleicht austauschen muss. Ansonsten habe ich hier noch, kann man jetzt, ja man kann sehen hier, so ein Gitter gedruckt, damit die Garnelen nicht in den Filter kommen. Also ich mit meinem 3D-Drucker, der auch gerade hier arbeitet und ein bisschen Lärm macht, gedruckt. Habe ich jetzt nicht selbst gezeichnet, sondern einfach aus dem Internet, deshalb werde ich das auch nicht verkaufen. Und hier unten, hinten, sieht man jetzt nicht, ist ja auch noch so ein Ansaugteil und da ist auch ein Gitter drauf. Das habe ich jetzt gedruckt, damit die Garnelen nicht in den Filter kommen oder halt vom Filter angesaugt werden. Dann kommen wir zum Terrarium selbst, also auf das wahrscheinlich die meisten gewartet haben. Ich habe dann die Bepflanzung gar nicht mehr so gefilmt, weil ich halt viel herumprobiert habe, wo was hinkommt. Und ich glaube, das war dann eh nicht so interessant. Deshalb habe ich das dann gar nicht so genau gefilmt. Aber fangen wir mal oben an. Oben hier der eine Anthurium. Wächst ganz gut und schaut gut aus. Also hier auch, ich glaube, das ist das neueste Blatt. Ist immer so ein bisschen dunkler und noch weicher. War auch sehr nice. Auch der hier, der ist noch so ein bisschen nicht so ideal. Der wächst noch so ein bisschen verdreht. Ich denke, es liegt auch an dem Licht. Weil ich habe jetzt hier so eine alte Twinsterlampe drüber. Die ist nicht besonders stark. Hier auf der Kamera sieht es eigentlich ganz gut aus, aber es ist nicht so hell. Also es wirkt heller, als es eigentlich ist in der Kamera. Und da wird bald noch eine neue Skylight-Lampe drauf kommen. Da warte ich noch drauf, dass da auf jeden Fall ein besseres Licht ist, was das Ganze noch besser ausleuchtet. Ansonsten könnt ihr hier schon sehen, ich habe jetzt einen Gelbsticker hingeklebt, weil ich habe ein Problem mit Trauermücken. Ist bei mir meistens so im Herbst, wenn es kalt wird, fängt das an in der Wohnung, dass ich halt mehr Trauermücken bekomme. Und meistens funktioniert es ganz gut, wenn ich einfach so Gelbsticker benutze und die immer wieder austausche und halt die Fliegen rausholen und so nach ein paar Wochen sind die dann auch wieder fast weg. Also das ist immer so, dass so eine Zeit lang relativ viele sind, vor allem bei so einem neuen
Terrarium passiert das gefühlt auch öfters, dass das mehr werden am Anfang. Ansonsten hier hinten der Farn, der schaut gut aus, der wächst ganz gut. Hier hinten ist der Krokodil-Farn, glaube ich, war das. Also mit dem Namen bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ja, ich glaube, das war der. Und hier ist auch noch so ein Geweihfarn, der sieht nicht so gut aus. Dafür sieht der ganz gut aus und der sieht richtig gut aus. Er hat schon sein neues Blatt bekommen, was richtig groß wird. Sind leider wieder zwei Stück, muss ich schauen, ob ich die wieder aufteile, damit das halt nur ein so ein Schirm wird, dass er so drüber wächst. Wäre dann auf jeden Fall ganz cool. Dann hier der nächste Geweihfarn. Bin ich auch froh, dass der wieder kommt, dass hier ein neues Blatt wächst, weil da war ich mir nicht so sicher, ob der wieder kommt, weil der sah nicht mehr so gut aus. Aber so wie es aussieht, wächst er wieder gut an, was auch sehr nice ist. Dann hier die Rangpflanze hier, ich weiß nicht genau, wie die heißt, die hatte ich irgendwo anders mal gekauft, schon ein bisschen länger her, die war auch relativ früh schon drinnen. Dann hier der Farn, mit dem ich auch schon Probleme hatte, wächst hier oben richtig gut. Also ich habe den aufgeteilt, einmal hier oben und einmal hier unten. Und hier unten, könnt ihr schon sehen, hat er nicht so funktioniert. Deshalb mache ich das auch gerne, dass ich Pflanzen immer aufteile und zu verschiedenen Positionen setze. Also zum Beispiel hier unten und hier oben, damit ich so sehen kann, wie sich die entwickeln. Weil manchmal funktioniert eine Pflanze einfach nicht so am Anfang, wenn man sie einsetzt und stirbt. Und wenn man sie aufteilt, ist die Chance natürlich größer, dass ein Teil davon überlebt. Sonst könnt ihr hier schon ein bisschen Moos sehen, so hier ein bisschen Physidens Moos, ist ganz nice, ist hier auf der Wurzel auch noch und ich glaube, ich habe es teilweise auch noch auf andere Stellen aufgeklebt oder aufgerieben und da sieht man noch nicht so viel, aber es wird noch kommen, denke ich mal. Dann hier der Ölfarn, ich glaube, man kann es ein bisschen sehen, dass das so blau schimmert, aber ist richtig cool. Der schaut dabei auch noch ganz gut aus, hat alle Blätter behalten und mal schauen, wann der neue Blätter bekommt. Das dauert bei dem, denke ich, ein bisschen länger, bis der sich mal angewurzelt hat und sich schön akklimatisiert hat, damit er da gut wächst. Dann geht es auch schon weiter runter. Hier die Orchidee. Die Blüte ist mittlerweile verblüht. Ist aber, denke ich, ganz normal. Ich bin mal gespannt. Der Gerhard meinte, er hatte die auch schon zweimal und da hat sie nicht funktioniert. Bin ich gespannt, ob sie bei mir jetzt funktioniert. Bis jetzt schaut sie gut aus, also drückt mir die Daumen, dass die wächst. Und hier sehe ich gerade, hier habe ich auch noch so einen Farn platziert. Der ist auch leider abgestorben, aber ich lasse den einfach mal. Vielleicht kommt der ja wieder. Kann ja auch sein. Ansonsten, hier die Südseepalme ist gefühlt ein bisschen höher geworden. Also, denke ich, ist ganz nice. Gefällt mir auch sehr gut. Also, finde ich sehr cool. Dann hier ist noch mehr Moos, also noch mehr Physidens Moos. Schaut auch schon ganz nice aus. Überall so schön angewachsen. Gefällt mir sehr gut, vor allem in Kombination mit den Anubias. Der Mini-Coin, was hier überall im Übergang wächst, ist auch sehr nice. Hier das Wasser ist ein bisschen schwächer geworden. Es läuft noch, also kann man vielleicht hier hinten sehen. Aber ziemlich schwach, muss ich mal schauen, ob vielleicht irgendwas sich gelöst hat oder ob ich die Pumpe einfach ein bisschen stärker aufdrehen muss. Aber solange es ein bisschen läuft, ist es okay. Also muss ich sagen, kompletter Wasserfall sein. Dann hier die Josefina war das, glaube ich. Die ist richtig cool. Ich glaube, das habt ihr gar nicht so gesehen davor. Die hat mega nice Strukturen. Ja, schwer zu erkennen, aber die Blätter haben eine richtig nice Struktur. Und die schaut sehr gut aus. Und das eine Blatt hier ist auch schon neu gewachsen. Und Wurzeln sieht man hier jetzt nicht so. Aber bei der anderen, bei der hier, sieht man schon ganz gut, dass die auch Wurzeln bekommen hat. Was auch ein gutes Zeichen ist, dass die schön anwurzelt und hier ist auch das neue Blatt, was kommt. Also auch sehr nice, dass denen gut geht, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ansonsten, hier im Übergang sind so ein paar Pflanzen, was so ein bisschen abgestorben sind. Da sind total die Fahne, was ich schon am Anfang angesetzt habe. Das ist ganz normal, dass manche Pflanzen einfach nicht so funktionieren. Muss man dann austauschen und schauen, ob man sie austauscht oder ob sie sich einfach wieder regenerieren. So wie hier ist auch einfach ein Rhizom, das wird einfach wieder kommen, hoffe ich mal. Dann hier die Begonie, ist auch sehr nice, auch relativ klein, gefällt mir sehr gut. Hier die Piper, ich glaube Mini war das, finde ich auch mega. Ich hoffe, dass die schnell anwächst und anfängt zu wachsen. Anfangs ist es meistens so, dass die Pflanzen erstmal Wurzeln bilden müssen und sich bei den Blättern noch nicht so viel tut. Und dann, wenn die Wurzeln mal ausgebildet sind, wachsen die Blätter auch wieder. Deswegen kann es am Anfang sein, dass die Pflanzen nicht so viel machen und noch nicht so viel aussehen. Genauso wie hier hinten diese Legionella. Hier sieht man noch den ganzen Schaum in der Wand. Muss ich sagen, sieht man in echt nicht so. Also in echt fällt das gar nicht so auf. Nur halt hier, wenn ich hinzoome mit der Kamera, sieht man es mehr. Deshalb lasse ich es auch. Und vielleicht wächst dann die Pflanze drüber und man sieht es gar nicht mehr. Aber am Anfang ist es auch manchmal nicht so schlimm, wenn man es an ein paar Stellen sieht. Das verwachst sich alles. Dann hier hinten habe ich auch noch eine, ich glaube es ist eine Pilea, die hatte ich von woanders noch eingesetzt. Und die andere Pilea, die dunklere, die ist hier hinten. Und hier hinten habe ich auch noch die Schizontoglottis eingesetzt. Finde ich auch sehr cool. Und hoffe ich, dass die hier hinten ganz gut wächst.
Ansonsten war es das auch mit der Bepflanzung. Und ich bin mega happy mit den ganzen Pflanzen. Der Gerhard hat seine Pflanzen mit Orlauschen eingesetzt. Da wird es dann auch bald ein Video geben, wenn die Pflanzen ein bisschen gewachsen sind und das Terrarium ein bisschen voller ist. Weil jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis das bepflanzt war. Und wenn es dann voller ist, werde ich auf jeden Fall auch wieder ein Update bei ihm machen und sein Riesenterrarium zeigen. Aber ansonsten zum Tierbesatz. Das habe ich ja in einem der letzten Videos zum Terrarium erwähnt, dass ich da schon fast sicher war, was es wird. Und jetzt bin ich mir wieder nicht mehr so sicher. Deshalb habe ich mir gedacht, wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich das Tier wirklich haben will, dann lasse ich es erstmal und lasse das Terrarium ohne Tiere und setze noch nichts an. Weil einsetzen kann ich immer noch was, abgeben ist immer schwieriger, deshalb lasse ich es erstmal ohne Tiere, weil ohne Tiere schaut es auch richtig gut aus. Und mal schauen, ob dann irgendwann ein Tier reinkommt oder nicht. Werde ich noch entscheiden. Aber wenn jetzt sehen wollt, wie ich das Ganze aufgebaut habe und eingerichtet habe und Tipps, wie ich die Rückwand und den Wasserfall so gebaut habe, dann klickt hier rein, da kommt ihr zur Playlist, den ganzen Terrarium. Da zeige ich euch alles, wie ich das gebaut habe.